Der britische Dirigent John Elliott Gardiner hat sich nach einem Eklat mit einem Sänger von seinen Engagements zurückgezogen. Der 80-Jährige werde alle Konzerte bis zum nächsten Jahr aussetzen und sich gemeinsam mit medizinischen Beratern auf seine mentale Gesundheit konzentrieren, teilte seine Agentur mit. Er bereue sein Verhalten zutiefst. Gardiner hatte den Sänger William Thomas bei einem Auftritt in Frankreich hinter der Bühne geohrfeigt, nachdem dieser auf der falschen Seite vom Podium abgegangen war.